Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere. Heute schauen wir uns mal weder News noch Goldguide an, sondern nehmen den Feral-Druiden unter die Lupe. Im Speziellen den DPS-Part von diesem. Ich zeige hier sowohl die Funktionsweise im Raid, als auch Tipps und Tricks außerhalb. Wenn ihr generell an WoW-News interessiert seid, drückt gerne den Abo-Button für regelmäßige Updates. Nun aber ab zu den Katzen. Was wollen wir uns hier überhaupt anschauen? Ich teile Spielweisen generell in drei Tiers. Wir haben Tier 1, was die Grundlagen, Fähigkeiten, Attribute, die Rassen und ganz kurz die Levelphase beinhaltet. Dann haben wir Tier 2, was das Raiden, verschiedene Prioritäten, Rotationen, Verzauberungen und generelle Ausrüstungsgegenstände beinhaltet. Und Tier 3, dies beinhaltet absolutes Min-Maxing, Worldbuffs und alles, was in irgendeiner Weise unseren Schaden erhöht und sei es nur um 0,1%. Wir schauen uns hier die ersten beiden Tiers an. Dies beinhaltet auch Dinge wie Powershifting und das Benutzen von Gegenständen wie den Meuteverprügler. Das bedeutet auf keinen Fall, dass ihr absolut unbedingt all dies benötigt, aber jeden, der einen Feral-Druiden spielen möchte, sollte klar sein, dass er ein wenig mehr tun muss, um auf ähnliche Schadenswerte zu kommen wie andere DDs. Und zwei von diesen werden wir wohl auch nie erreichen. Dafür bringen sie einige schöne Dinge mit sich. Was sind denn nun die Vor- und Nachteile von der Katze oder dem Druiden generell? Zuallererst haben wir Fähigkeiten wie Anregen, Wiedergeburt, Rudelführer, Feenfeuer und noch einige mehr, die entweder per Knopfdruck oder generell dem Raid und der Gruppe einen Boost geben. Dann ist es durchaus möglich, sowohl in 5- bis 10-Mann-Instanzen als auch im Raid kurzfristig das Tanken zu übernehmen, wenn der reguläre Tank abhanden gekommen ist, denn auch in Katzenskillung halten wir als Bär eine Menge aus. Generell haben wir durch die ganzen Tierformen eine deutlich größere Vielfalt an Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Klassen. Außerdem haben wir durch Schleichen die Möglichkeit, allerhand Blödsinn in WoW anzustellen. Und mit bestimmten Gegenständen haben wir auch immer was zu tun und müssen seltener als andere Klassen auf Ressourcen warten. Den alten Spruch über Druiden, dass sie alles können, aber nichts richtig, würde ich an dieser Stelle zu Druiden können alles gut, aber nicht unbedingt alles perfekt upgraden. Kommen wir zu den Nachteilen. Ehrlich gesagt gibt es für mich hier nur eine Sache. Die Katze ist nicht unbedingt am leichtesten zu spielen, wenn es darum geht, alles aus dem Schar herauszuholen. Solltet ihr also euren Spielspaß darin sehen, ohne viel Aufwand ganz weit oben im Damage-Meter zu stehen, ist die Katze vielleicht nicht unbedingt die optimalste Wahl. Viele würden nun hier erwarten, dass ich sage, dass die Katze im Vergleich zu anderen DDs wenig Schaden macht. Wenn wir uns aber ein paar Statistiken anschauen, sieht man recht schnell, dass einiges an Potenzial vorhanden ist und bei einigen Bossen sogar viele der herkömmlichen DDs in den Schatten gestellt werden. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns der Vollständigkeit halber an dieser Stelle noch die beiden Rassen an, die dem Druiden zur Verfügung stehen. Wie ihr hier seht, ist jetzt auf beiden Seiten nichts Weltbewegendes. Die Nachtelfen haben mit Schattenhaftigkeit und Schnelligkeit zwei Sachen, die ganz nett sind, und die Tauren haben mit Durchhaltevermögen und Kriegsdonner ebenso zwei Dinge, die hilfreich sein können. Am Ende entscheidet sowieso die Wahl der Fraktion, da jede nur eine Rasse zur Auswahl hat. Solltet ihr gerade erst mit dem Gedanken spielen, einen Druiden anzufangen oder noch beim Leveln sein, ganz kurz ein paar Sätze dazu. Ich empfehle hier das Leveln als Katze. Ich habe bei meinem Druiden immer mal hin und her gewechselt zwischen Eule, Katze und Bär und muss sagen, dass sich die Katze einfach am flüssigsten spielt. Dazu muss man sagen, dass ich alleine und mit Quests gelevelt habe. Am Ende war ich bei dieser Skillung. Ist hier und da sicherlich Geschmackssache und wenn euch was anderes mehr gefällt, skillt es einfach. Denn in der Regel nutzt ihr beim Level nur diese Fähigkeiten hier. Generell hat die Katze aber einfach den riesen Vorteil, dass man sich nach dem Mob hochheilt, wieder in Katze geht und den nächsten Gegner tötet. Damit muss man sich eigentlich kaum bis gar nicht hinsetzen, um zu trinken oder zu essen. Und solltet ihr auch ohne Tanktalente mal eine Instanz tanken wollen, könnt ihr dies auch tun. Lasst euch bitte nicht davon abschrecken, dass ihr die 10% mehr Rüstung oder die 15% mehr Akku nicht geskillt habt. Okay, springen wir zum Talentbaum. Bei unserem Vorhaben gibt es leider nicht viel Luft, um mit Sachen umherzuspielen. Diese Skillung ist so ziemlich das, was wir haben wollen. Gehen wir mal die Kernelemente nochmal durch und fangen im Gleichgewichtsbaum an. Hier gibt es drei Sachen, die wir unbedingt haben wollen. Schnellwandlung, Waffenbalance und das direkte Folgetalent Omen der Klarsicht. Die 10% mehr körperlichen Schaden erklären sich, denke ich, von selbst. Das Omen der Klarsicht gibt uns regelmäßig eine Chance, keine Ressourcen zu verbrauchen, was in unserem Fall Energie oder Mana ist. Und die 30% weniger Gestaltwandelkosten benötigen wir zum Powershiften. Was das genau ist und wie wir das anstellen, erfahrt ihr bei den Kernfähigkeiten und der Rotation nochmal im Detail. Dann gehen wir in den Wiederherstellungsbaum. Der ist ziemlich übersichtlich, dort benötigen wir nur Ingrim. Auch dieses Talent wird eigentlich nur zum Powershiften benötigt. Und das Beste zum Schluss, der Feral-Baum. Für den Raid benötigen wir streng genommen nur 7 Dinge, um unseren direkten Schaden zu erhöhen. Wir nehmen alles mit, was entweder unsere Fähigkeiten Schreddern oder Wilder Biss verbessert, oder aber den allgemeinen Schaden in Form von Stats, Crit oder Kombopunkten erhöht.
Die fünf Fähigkeiten, die dazwischen liegen, müssen entweder geskillt werden, um überhaupt weiterzukommen, oder aber vereinfachen uns das Leben generell. Das Feenfeuer zum Beispiel könnte theoretisch auch ein anderer Druide im Raid machen, aber es ist schon schön, wenn wir das selbst machen können. Außerdem ist es auch außerhalb von Raids sehr nützlich. Ähnlich ist es auch mit Talenten wie ungezähmte Wut. Der Schadensbonus hier geht auf Fähigkeiten, die wir im Raid eher nicht nutzen, außerhalb ist es aber wieder sehr, sehr nützlich. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch auf eine alternative Skillung aufmerksam machen, die häufig verwendet wird. Diese hier wechselt einige Schadenstalente in die Tank-Richtung. Ist generell eine gute Alternative, wenn man auch ab und an mal Lust hat zu tanken oder als Off-Tank in einem Raid ist. Aber wenn man vorrangig Schaden machen möchte, empfehle ich ganz klar die erste Skillung. Da wir nun die Talente kennen, kommen wir zu den Kernfähigkeiten und der Rotation, die wir benutzen. Da wir durch die limitierte Anzahl an negativen Effekten auf den Gegner keine Blutungseffekte nutzen können, sind wir im Raid auf zwei Fähigkeiten beschränkt. Wir nutzen einmal Schreddern, um Kombopunkte aufzubauen, und Wilder Biss, um Kombopunkte in Schaden umzuwandeln. Hier würde nun bereits das Basiswissen enden. Da ich aber eingangs etwas von großer Vielfalt beim Druiden erzählt habe, schauen wir uns noch ein bisschen mehr an. Kommen wir nun also zum Powershiften. Powershiften ist relativ einfach erklärt. Wir benötigen einmal dieses Talent hier, um 40 Energie zu erhalten, wenn wir in Katzengestalt gehen, und einmal diesen Helm hier, durch den wir weitere 20 Energie erhalten. Was machen wir nun also mit diesen beiden Sachen? Wir starten in Katzengestalt und fangen an, zweimal Schreddern zu benutzen. Schreddern kostet uns geskillt noch 48 Energie, also können wir das auch zweimal benutzen. Anschließend drücken wir auf ein Powershift-Makro. Das sieht wie folgt aus. Das macht eigentlich nicht viel, außer den Rudelführer-Buff entfernen, in die normale Gestalt wechseln, wieder in die Katzengestalt gehen und weiter angreifen. Der Grund, warum wir auch den Rudelführer entfernen, ist ein alter Bug, der verhindert, dass wir beim erneuten Formwechsel diesen Buff nicht mehr erhalten. Sollte eigentlich mittlerweile nicht mehr notwendig sein, aber für den Fall der Fälle würde ich es drin lassen. So, nun sind wir wieder in der Katzengestalt und bekommen insgesamt 60 Energie durch unseren Helm und das Talent. Nun machen wir wieder zweimal Schreddern, den Powershift und ein weiteres Schreddern. Und zum krönenden Abschluss den wilden Biss mit anschließendem Powershift. Zusammengefasst heißt das, wir machen Schreddern, Schreddern, Powershift, Schreddern, Schreddern, Powershift, Schreddern, wilder Biss, Powershift und wieder von vorn. Das ist im Grunde schon die gesamte Rotation. Nun kommen wir aber noch zu drei Justierungen. Nummer 1, der wilde Biss funktioniert so, dass alles an überschüssiger Energie in Schaden umgewandelt wird. Der Initialschaden, den die Fähigkeit macht, ist in Ordnung, aber der Zusatzschaden skaliert absolut nicht gut. Das heißt, wir wollen diese Fähigkeit möglichst nur mit den Standardkosten von 35 Energie benutzen. Nummer 2 ergibt sich aus Nummer 1, wenn wir bei 60 Energie oder mehr sind und bereits 5 Kombopunkte haben, machen wir trotzdem ein Schreddern und keinen wilden Biss, da wir sonst Schaden verlieren würden. Und Nummer 3, durch das Talent Blutraserei wird diese Rotation ständig neu zusammengewürfelt. Ja genau, dadurch, dass wir durch einen Crit von Schreddern 2 Kombopunkte erhalten, kann es passieren, dass die Rotation sich komplett verschiebt. Hier mal als Beispiel, wenn unser erstes und zweites Schreddern crittet, haben wir 4 Kombopunkte. Dann machen wir einen Powershift und haben wieder unsere 60 Energie und machen ein weiteres Schreddern. Damit haben wir noch 12 Energie, aber 5 Kombopunkte auf dem Gegner. Nach dem ersten Energietick sind wir bei 32, müssen also noch warten. Dann kommt der nächste Energietick und wir sind bei 52 und können dann wilder Biss ausführen. Anschließend beginnt die Rotation von vorn. Merkt euch einfach zwei Dinge. Wenn der Gegner weniger als 5 Kombopunkte hat, macht ihr Schreddern. Wenn der Gegner 5 Kombopunkte hat, ihr aber mehr als 60 Energie, macht ihr auch Schreddern. Ansonsten wilder Biss. Ich denke, das passt es ganz gut zusammen. An dieser Stelle muss ich euch darauf aufmerksam machen, dass es sinnvoll ist, sowohl die Energieticks als auch euer Mana irgendwo dauerhaft sichtbar zu haben. Das Problem ist, dass im Standardinterface ihr das nicht seht. Die Energieticks sind immer gleich, sodass man sich das als Add-on anzeigen lassen kann. Ist nicht zwanghaft erforderlich, aber hilfreich. Die meisten nutzen dafür wohl das Add-on Energy Watch Reborn von Twitch. Das Mana gut sichtbar zu haben ist auch wichtig, da ihr nicht unendlich häufig Powershiften könnt. Das Verwandeln ist ziemlich teuer und wenn ihr da nicht wieder zurück in die Katzengestalt kommt und eine Weile doof rumsteht, ist das ziemlich unangenehm. Auch dafür gibt es einige Add-ons, wie zum Beispiel Druid Bar Classic, ebenfalls auf Twitch erhältlich. Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, nein, es ist nicht zwanghaft erforderlich, Add-ons zu nutzen, um die Katze spielen zu können. Sie machen aber den Einstieg deutlich leichter. Man kann nach einer gewissen Zeit die Energieticks im Blut haben, ohne irgendwo raufzuschauen. Und genauso kann man abschätzen, wie viele Powershifts man machen kann, bevor man kein Mana mehr hat. Okay, das waren erstmal die Kernfähigkeiten und die Rotation im Raid. Kommen wir abschließend für die Rotationen zu Gegnern in der freien Welt oder in Instanzen. Wenn ihr alleine unterwegs seid, um ein paar Gegner umzuhauen, ist es natürlich nicht möglich, dauerhaft hinter diesen zu stehen. Daher müssen wir hier endlich mal ein paar unserer Fähigkeiten benutzen. Außerdem brauchen wir nicht Rücksicht auf die maximalen Debuff-Slots nehmen. Diese Tabelle hier habe ich euch mal anhand von ein paar Tests zusammengestellt.
Diese zeigt, welche Fähigkeiten am meisten Schaden im Verhältnis zum Energieverbrauch machen. Wichtig, die Tests sind hier mit einem 60er Feral-Druiden gemacht worden, der keinerlei Gegenstände aus Raids besitzt bzw. Buffs hat. Einfach um zu simulieren, dass ihr relativ frisch 60 seid und vielleicht schon die eine oder andere Instanz gemacht habt. In freier Wildbahn empfehle ich mit Verheeren zu beginnen. Die Alternative wäre Anspringen zu machen und direkt ein Schreddern hinterher. Allerdings landet ihr schadenstechnisch dabei deutlich schlechter. Den Stunt vom Anspringen brauchen wir nicht wirklich, da wir genug Mana recken, um nach 2 bis 3 Gegnern uns wieder voll zu heilen. Nachdem wir den Kampf nun eröffnet haben, brauchen wir eigentlich nur noch 4 Fähigkeiten. Zum einen machen wir erstmal ein Feenfeuer drauf. Dann halten wir Krallenhieb aufrecht, allerdings nur dann, wenn wir sicher sein können, dass der anschließende Dot auch bis zum Ende noch Schaden machen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, machen wir einfach Klaue. Wenn wir 5 Kombo-Punkte erreicht haben, ist es ähnlich. Wir machen Zerfetzen, wenn wir sicherstellen können, dass der anschließende Dot bis zum Ende tickt. Und sollte dies nicht der Fall sein, machen wir einen wilden Biss mit möglichst wenig Energie verbleibend. Auch hier wäre es möglich, Powershiften einzusetzen, immer dann, wenn wir wenig Energie haben. Solltet ihr aber wirklich ein paar mehr Gegner farmen wollen, rate ich erstmal davon ab, denn ich finde es deutlich angenehmer, wenn ich mich nicht hinsetzen muss, um zu trinken und mich einfach hochheilen kann. Denn Powershiften verbraucht unser Mana und nach 5-mal hin und her ist es dann auch weg. Gut, schauen wir uns die Rotation in 5 bis 10 Mann-Instanzen an. Dort ist es eine Mischung aus beidem. Dadurch, dass wir einen Tank in der Gruppe haben, können wir von hinten angreifen und zusätzlich brauchen wir nicht unbedingt auf die Anzahl der Debuffs achten. Also sieht die Rotation wie folgt aus. Auch hier nutzen wir Verheeren als Eröffnung und machen unser Feenfeuer auf den Gegner. Jetzt gibt es eine einfache und eine komplizierte Reihenfolge. Die einfache sagt, mache hier mit 5 Kombopunkten Zerfetzen, wenn du sicher sein kannst, dass der Gegner so lange lebt, bis der letzte Schaden kommt und ansonsten wilder Biss. Für alle, die es ein wenig komplizierter haben wollen, sieht es wie folgt aus. Wenn ihr einen Parler- oder Druidentank haben solltet, nutzt ihr Zerfetzen. Wenn ihr einen Kriegertank habt, der viel und gern Rüstungszerreißen verteilt, sodass wir bei 4 bis 5 Stacks davon auf dem Gegner sind, machen wir wilder Biss. Bei weniger Rüstungszerreißen bleiben wir bei Zerfetzen. Der Grund ist, dass wir damit bei den meisten Gegnern an einer Rüstungsgrenze sind, wo der wilde Biss mehr Schaden macht. Zerfetzen ist ein Blutungseffekt und dieser ignoriert die Rüstung. Daher wird der Biss ab diesem Wert einfach stärker. Diese Grenze verschwimmt mit zunehmendem Gear. Denn diese beiden Fähigkeiten skalieren unterschiedlich stark mit unserer Angriffskraft. Wenn ihr aber so weit sein solltet, dass ihr euch darum Sorgen macht, braucht ihr meinen Guide wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Wir kommen später nochmal auf ein paar andere Fähigkeiten zu sprechen, die dem Druiden vielleicht nicht unbedingt im Schaden viel nach vorne bringen, aber in der Gruppe ziemlich nützlich sind. Aber erstmal kommen wir nun zu ein wenig langweiliger Mathematik. Und zwar geht es mir um die Stadtprioritäten. Zu diesen gehören ein paar Mechaniken, die man wissen sollte und auf die ich hier eingehen möchte. Ich werde das hier nicht vollumfänglich machen, aber so, dass man ungefähr eine Vorstellung davon bekommt, warum man was haben möchte. Generell werden die meisten einfach nur auf besten Slotlisten schauen, aber wenn man ungefähr weiß, warum man ein bestimmtes Item haben möchte, kann es nicht schaden. Wie gesagt, ich versuche es halbwegs allgemein zu halten. Diese 8 Stats wollen wir in entsprechender Reihenfolge haben. Warum ist das so? Fangen wir mit der absoluten Nummer 1 an, Trefferchance bis 9%. Die einfache Wahrheit ist, Angriffe, die nicht treffen, machen keinen Schaden. Daher wollen wir Hit. Die etwas längere Wahrheit ist, dass wir auf Kombo-Punkte angewiesen sind und ein Verfehlen unsere Energie auffrisst. Damit wirft es uns im schlimmsten Fall unsere Rotation durcheinander und wir verlieren richtig viel Schaden. Wie wir gerade gesehen haben, wollen wir nichts, was unsere Rotation noch mehr durcheinander bringt. Außerdem kann ein verfehlter Angriff logischerweise auch kein Crit werden. Ich verzichte an dieser Stelle mal auf die Tabellen zum Rollen von Angriffen. Weiter geht's mit Beweglichkeit. Beweglichkeit gibt uns sowohl eine Angriffskraft als auch 0,05% Crit pro Punkt. Und die Crit-Chance ist auch der Grund, warum es minimal besser ist im direkten Vergleich mit Stärke. Zumindest bis zu einem Wert von 54,4%, denn bei 9% Hit und dieser Crit-Chance habt ihr eine Grenze erreicht, wo Stärke besser wird. Und dann kommen wir doch direkt zur Stärke. Dieser Stab gibt uns durch das Talent Herz des Wildnis sogar 2,4 Angriffskraft pro Punkt. Und im Allgemeinen lässt sich sagen, dass wir damit einfach härter zuschlagen. Crit-Chance erhöht, wer hätte das gedacht, die Chance auf einen kritischen Angriff gegen einen Gegner. Bei unserer Katze allerdings erhalten wir durch das Talent Blutraserei zusätzlich noch einen weiteren Kombopunkt, wenn wir Fähigkeiten benutzen, die standardmäßig bereits Kombopunkte erzeugen. Was wir erreichen wollen, ist 54,4%, allerdings nicht um jeden Preis, denn ab da sind Crit im Wert erheblich. Und ein kritischer Angriff macht als Katze 100% mehr Schaden. Weiter geht's mit Angriffskraft. Am Ende des Tages werden die meisten Werte in dies umgerechnet. Generell versuchen wir es zu vermeiden, Sachen damit zu tragen, da Stärke und Beweglichkeit besser skalieren. Lässt sich aber nicht immer verhindern. Interessant zu wissen ist vielleicht noch, dass 14 Angriffskraft gleich 1 Schaden die Sekunde sind. Alle anderen Sachen sind nett zu haben, aber nicht wirklich so interessant.
Klar, mit mehr Intelligenz haben wir einen größeren Mana-Pool, um häufiger zu Powershiften, und mit mehr Willenskraft hätten wir nach 5 Sekunden mehr Mana-Rack für weiteres Powershiften. Aber da dies eher selten auf unseren angestrebten Items ist, ist das recht optional. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf zwei einzigartige Cooldowns vom Druiden hinweisen. Da haben wir zum einen Wiedergeburt, das einen Spieler zurück ins Leben holt, auch wenn ihr im Kampf seid. Und dann haben wir noch Anregen, was dafür sorgt, dass auch im Kampf die Mana-Regeneration weiterläuft und außerdem um 400% erhöht ist. Für uns als Katze ist das durchaus ein CD, der unseren Schaden erhöht, denn durch das Powershiften verlieren wir eine Menge Mana, was wir dadurch zeitweilig kompensieren. Und sollten wir es nicht benutzen, ist sicherlich jede Mana-Klasse darüber froh, wenn wir es verteilen. Dann möchte ich hier noch auf zwei wichtige Gegenstände hinweisen. Den ersten haben wir bereits gesehen, es handelt sich um den Wolfskopfhelm. Wie bereits gesagt, sorgt er dafür, dass wir 20 Energie erhalten, wenn wir in Katzengestalt gehen. Hat zwar keine nützlichen anderen Sachen drauf, aber durch diese Fähigkeit bleibt er ein ganz Classic auf unserem Kopf. Er kann durch einen Stammeslederer hergestellt werden und kostet uns diese Materialien. Ist also nicht wirklich sehr teuer in der Anschaffung, lohnt sich allerdings. Nicht viele Klassen haben die Möglichkeit, den besten Kopf bereits mit Stufe 40 zu tragen. Und der zweite Gegenstand ist der handliche Meuteverprügler. Als Katze ist uns Schaden pro Sekunde auf Waffen egal. Wir brauchen diese ausschließlich für die Stats oder wie in diesem Fall den benutzbaren Effekt. Wir bekommen also so 50% Angriffsgeschwindigkeit für 30 Sekunden, was ein sehr starker Schadensboost ist. Der Nachteil ist allerdings, dass die Waffe nur 3 Aufladungen hat. Das heißt, wir müssen die Extrameile gehen und uns in Gnome Regan bei diesem Boss einen Vorrat an Waffen farmen. Ist mit Level 60 tatsächlich recht schnell gemacht und würde natürlich nur bei Bossen eingesetzt werden, aber es ist ein zusätzlicher Farmaufwand. Am Ende des Tages lohnt es sich allerdings sehr. Und damit sind wir beim Feintuning für unsere Katze angekommen. Bevor wir zum großen Thema der Ausrüstung kommen, schauen wir uns erstmal an, was wir an Verzauberungen benötigen, was wir essen wollen und was wir uns generell noch einwerfen. Starten wir mit den Verzauberungen. Für unseren Kopf benötigen wir nach wie vor das Buchband der Gier, um 8 Beweglichkeit darauf zu verzaubern. Auch der Rücken erhält von uns Beweglichkeit, und zwar plus 3. Auf der Brust möchten wir plus 4 auf alle Werte verzaubert haben, oder halt plus 3, wem der Enchant zu teuer ist. Die Armschienen bekommen von uns 9 Stärke und die Handschuhe plus 7 auf Beweglichkeit. Dann sind wir wieder bei einem richtig teuren Slot, denn auf die Hose kommt wieder das Buchband der Gier. Auf die Füße 7 Beweglichkeit und auf die Waffe kommt zur Abwechslung mal was richtig günstiges, und zwar das Eisengegengewicht, was uns 3% mehr Angriffsgeschwindigkeit gibt. Druiden profitieren leider nicht von Procs wie Kreuzfahrer, und da wir nur 3-mal unseren Effekt auf der Waffe nutzen können, nehmen wir diese Verzauberung. Und dann haben wir noch die Schultern, dort möchten wir die Sugurub-Verzauberung mit plus 30 Angriffskraft draufpacken. Leider hat die Sugurub-Kopf- und Hosen-Verzauberung für Druiden nur Ausdauer, Intelligenz und Heilung, daher müssen wir auf bereits vorhandene zurückgreifen. Machen wir weiter mit unserem Essen. Wir wollen geräucherte Wüstenknödel haben. Leider sind einige Guides nicht aktuell gehalten, denn der Winterkalmar, der uns 10 Beweglichkeit gibt, ist nur zwischen September und März zu angeln gewesen. Und da nun mit Phase 4 auch die Knödel draußen sind, beißen wir stattdessen in diese. Und dann haben wir noch generelle Tränke und Pötte, die wir uns einwerfen können. Auch hier gebe ich nur einen kurzen Überblick über das Gröbste. Was unseren Schaden auf jeden Fall erhöht, sind Dinge wie das Elixier des Mungo, Kraft und Macht des Yuyu, einen der Buffs aus den verwüsteten Landen, die Elementarwertsteine oder Mana-Tränke zum Aufrechthalten von Powershiften. Man kann es durchaus mit diesen Gegenständen noch weiter treiben, allerdings bleibt dies dann jedem selbst überlassen, wie weit er gehen mag. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch Word-Buffs, die ich hier allerdings nicht weiter vertiefe. Der Vollständigkeit halber blende ich euch diese aber trotzdem mit ein. Da wir nun wissen, welche Bezauberungen wir nutzen wollen und was wir so konsumieren, wird es Zeit, sich die Gegenstandslisten anzuschauen. Das Thema hier ist mit Abstand am größten und ich werde ein wenig ausführlicher auf die Pre-Raid-Gegenstände eingehen. Wir fangen an mit der Ausrüstung, die wir vor Betreten eines 20er Raids oder höher erhalten, und arbeiten uns dann einmal von unten nach oben durch. Vorher dazu aber noch eine Erklärung. Ich habe geschaut, dass es möglichst immer eine Alternative zu Instanzen aus Quests, Berufen oder dem Auktionshaus gibt. So muss man nicht unbedingt in Instanzen gehen, wenn man noch komplett grün ausgerüstet ist und kann sich hier und da auch alleine oder zu zweit etwas besorgen. Bedenkt bitte auch, dass ich hier nicht das absolut beste Item zeige, sondern eine Möglichkeit aus mehreren zu wählen. Daher ist es auch keine stumpfe Best-in-Slot, sondern eine generelle Gegenstandsliste. Einige Items sind von den Werten so dicht beieinander, dass es quasi egal ist, welche man nimmt. Außerdem geht es hierbei größtenteils um die Vorbereitung zum Raid. Das beinhaltet auch, dass es Items gibt, die hier nicht aufgelistet sind, aber durchaus Sinn machen zu tragen. Gut, dann fangen wir an mit den Helmen. Wie bereits gesagt, ist der Wolfshelm hier unsere absolute Nummer 1, zumindest wenn wir im Raid unterwegs sind. Außerhalb von diesem oder wenn ihr keine Lust auf Powershifting habt, gibt es aber noch die ein oder andere gute Alternative.
Gerade mit Sulgurup ist noch ein Inji-Rezept dazugekommen, was erstmal nicht verkehrt ist. Allerdings ist dies ziemlich teuer. Dann kommen wir zu den Halsteilen. Hier kann man als gruppenlose Alternative das Amulett des Dunkelmonds nennen. Allerdings benötigt ihr dafür 1200 Tickets beim Dunkelmond-Jahrmarkt, was ein wenig mehr Zeit oder Gold benötigt. Denn diese Tickets müssen teilweise recht teuer eingetauscht werden. Die Schultern. Hier haben wir nicht allzu viele Alternativen. Wir haben zwei mögliche aus Instanzen und eine von den großen Beschwörungsbossen aus Silithus. Wenn man hier wirklich keine Lust auf Instanzen hat, sollte man vielleicht vorerst irgendwelche grünen Gegenstände bevorzugen. Dann schauen wir auf die Umhänge. Hier haben wir ein paar mehr zur Auswahl und diese kommen sowohl aus Instanzen als auch aus dem PvP oder dem Auktionshaus, da sie beim Anlegen gebunden werden. Als nächstes kommen wir zur Brust. Hier haben wir eine Lederverarbeitungsalternative, die wirklich nicht verkehrt ist, allerdings auch nicht unbedingt sehr günstig. Die Rezepte aus Sugu machen es möglich. Dann haben wir Armschienen. Hier gibt es sogar zwei instanzlose Alternativen, die nicht verkehrt sind. Einmal die Armschienen des tiefen Zorns, die beim Anlegen gebunden sind und damit ab und an sich am Auktionshaus aufkreuzen. Und die teurere, aber auch bessere Alternative der Fledermaushaut-Armschienen. Diese erhaltet ihr von eurem Lederer des Vertrauens. Und Halbzeit machen wir mit den Handschuhen. Ja, die Teufelssaurierstulpen sind hier so gut, dass sie eigentlich alternativlos im Raum stehen. Gerade weil die Kosten dafür mittlerweile relativ moderat sind. Einzig die Fledermaushaut-Handschuhe machen ihnen Konkurrenz. Da wir aber den Set-Bonus vom Teufelssaurier-Set haben wollen, sollten wir hier auch bei diesen bleiben. Gürtel. Hier wird es wieder eng mit der Auswahl. Die Gürtel kommen nämlich in der Regel von Bossen aus dem Blackrock oder Sholo. Alternativ dazu gibt es auf Wohlwollend sowohl bei der PvP-Fraktion im Arati ein oder bei der Holzschmiedfeste für Lederer. Bei den Beinen ist es ähnlich wie mit den Händen, nur dass wir nicht wirklich eine Alternative zum Teufelssaurier-Set haben. Wir nutzen hier einfach die Set-Hose. An unseren Füßen tragen wir folgende Gegenstände. Auch hier wieder eine Alternative über einen Lederverarbeiter, die nicht verkehrt ist, aber ein wenig mehr kostet. Bei den Ringen haben wir es mit Alternativen wieder ein wenig schwerer. Leider haben wir keinen Beruf, der uns damit versorgen könnte. Einzig der Ring aus Maraudon ist noch recht einfach zu bekommen. Für den Rest benötigen wir eine Instanzgruppe oder das entsprechende Gold. Ähnlich sieht es auch mit den Schmuckstücken aus. Hier hat die Horde allerdings mit der Rune des Wachbefehlshabers einen Vorteil. Das Trinket ist dafür, dass es grün ist, verdammt gut. Ansonsten hätten wir als Goldalternative noch die Dunkelmondkarte Malstrom, denn diese kann auch in Katzengestalt procken. Der Rest kommt eher aus Instanzen. Und damit sind wir beim letzten Punkt, den Waffen. Wie bereits gesagt, wird unsere Waffe bei Bossen der Meuteverprügler mit seinem Benutzeneffekt sein. Zwischen den Bossen oder für außerhalb von Raids hätten wir allerdings noch Alternativen aus Instanzen und PvP. Man kann sogar zu einer Einhand-Nebenhand-Kombination greifen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Gut, das war die lange Auflistung für vieles, was vor dem Raiden halbwegs sinnvoll ist. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch eine Menge mehr Alternativen, aber mit dem gezeigten fährt man erstmal halbwegs sicher. Außerdem sollte man auch ein wenig selbst nachdenken, denn wenn man am Ende mit 0% Trefferchance dasteht, bringen einem die ganzen vermeintlich besseren Gegenstände auch nicht mehr viel. Okay, das sollte ausreichen, um ungefähr zu wissen, wo wir mit den Gegenständen hinwollen. Keine Sorge, wir machen das jetzt nicht noch einmal so ausführlich für alle Phasen, aber auch für die noch aktuelle Phase 4 gebe ich euch einen ganz kurzen Überblick. Ich blende euch dafür den jeweiligen Slot ein, damit ihr zumindest mal gesehen habt, welche Gegenstände wir aktuell haben wollen. Pausiert bei Bedarf einfach das Video. Wir fangen mit den Helm und Hals an, dann Schultern und der Rücken, die Brust- und Armschienen, Handschuhe und Gürtel, Beine und Füße, Ringe und Schmuckstücke und zum Schluss die Waffen, sowohl mit Einhand- und Nebenhandkombination als auch Zweihandwaffen. Und damit schließen wir erstmal das Kapitel rund um den Loot. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Kleinigkeiten, die zumindest mal angesprochen werden sollten. Eines davon ist die Wahl des Berufes. Mit den meisten Klassen wird hier wohl das Gleiche stehen, und zwar Ingenieur. Zumindest wenn es um DPS geht, ist der Beruf aufgrund von den Bomben und anderen Spielereien auf jeden Fall interessant. Dadurch, dass wir als Katze keine guten Karten haben, wenn es darum geht, Schaden auf mehrere Gegner zu machen, helfen uns die Explosionen doch recht gut. Ich würde auf keinen Fall so weit gehen und sagen, dass man den Beruf unbedingt haben muss, aber hier und da sind die Sachen auf jeden Fall hilfreich. Ein Hinweis noch an dieser Stelle: Die Bomben sind nicht in der Katzengestalt nutzbar. Ihr müsst also aus dieser dafür raus, sollte aber beim Powershiften nicht so das Problem sein. Mein Tipp für den Beruf: Wenn man den Boost haben will, kann man sicher Ingenieur nehmen, aber ich würde eher dazu raten, das zu nehmen, was am besten zu euch passt. Denn auch die Sachen für die Bomben müssen regelmäßig gefarmt oder gekauft werden.
Dann möchte ich euch kurz noch ein paar Makros zeigen, die aber größtenteils eher in Richtung Bequemlichkeit gehen. Mouseover-Makros werde ich hier allerdings nicht aufführen. Vorher möchte ich aber nochmal das PowerShift-Makro zeigen. Wie bereits gesagt, macht das Ding nicht viel, außer eure aktuelle Gestalt abzubrechen und wieder in Katzenform zu gehen. Dieses Makro hier sorgt dafür, dass ihr die Reisegestalt, Wassergestalt und Katzenform auf nur einer Taste habt. Es erkennt, ob ihr in der Wildnis seid und in die Reisegestalt könnt, im Wasser, um in die Wassergestalt zu gehen, oder irgendwo in einer Höhle, um in die Katzenform zu wechseln. Spart euch vielleicht die ein oder andere Taste. Achtet aber darauf, dass es euch draußen immer in die Reisegestalt packt. Dann haben wir noch diese beiden Makros hier. Diese sorgen dafür, dass ihr egal in welcher Gestalt ihr gerade seid, entweder in den Sprint oder ins Schleichen geht. Ist vielleicht auf einem PvP-Server ganz nützlich oder wenn ihr ganz dringend auf irgendwas vor euch reagieren müsst. Und das vorletzte Makro. Dieses kann eingesetzt werden, um alles abzubrechen, was ihr gerade so treiben könnt. Es bricht eure aktuelle Gestalt ab, holt euch von einem Reittier und würde auch automatische Angriffe abbrechen. Und zum Schluss noch eine kurze Einführung in die Welt der Start-Attack-Makros. Solltet ihr jemals in eine Situation gekommen sein, wo euer Char doof vor dem Gegner stand, aber nicht angegriffen hat, dann könnte dies hier hilfreich werden. Im Grunde macht es nichts anderes, als den automatischen Angriff zu starten. Wenn ihr einen Charakter erstellt, bekommt ihr diesen Skill hier immer mit in die Leiste. Wenn ihr für all eure Fähigkeiten ein Makro mit Start Attack schreibt, ist halt sichergestellt, dass ihr auch immer wirklich den Gegner angreift. Es gibt einige, die das so als Absicherung machen, solltet ihr aber noch nie in dieser Situation gewesen sein, braucht ihr das nicht wirklich. Und nun kommen wir wirklich zum allerletzten Punkt, Performance und Fazit. Ich hatte vorhin schon ein paar Logs eingeblendet und kann auch hier nur sagen, gerade in BWL mischt der FerrellDD vorne mit. Im restlichen Content ist er bisher Mittelfeld bis unterem Mittelfeld. Er ist deutlich stärker als viele meinen und von damals noch kennen. Was ihr hier seht, ist auch wirklich nur die Performance der Katze alleine. Sachen wie den Crit-Buff, Anregen, Wiedergeburt, Feenfeuer und Co. können hier natürlich nicht wiedergespiegelt werden. Natürlich haben auch andere Klassen einzigartige Buffs, aber gerade weil die Top-DDs Schurken und Krieger sind und sowohl Feenfeuer als auch der Crit-Buff diese nochmal ein gutes Stück stärker macht, lohnen sich diese mitgebrachten Fähigkeiten nochmal mehr. Würde ich also eine Katze mit in den Raid nehmen? Ganz klares Ja. Würde ich auch eine zweite oder dritte in den Raid nehmen? Klar, wir haben genug Gruppen, die von den mitgebrachten Sachen profitieren. Darüber hinaus macht es dann wohl eher weniger Sinn, aber diese Plätze sind ganz klar verdient. Okay, das war der Feral DPS Guide. Ich hoffe, diese kleine Abwechslung von Gold Guides und News war informativ für euch und hat in irgendeiner Form ein paar Fragen zur Katze geklärt. Bei Anregungen oder sollte ich groben Unfug erzählt haben, lasst es mich gerne wissen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit eurem neuen Haustier und bis zum nächsten Mal.